Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Ich bin noch gar nicht so weit. Herzlich willkommen alle zur Let's Play Live Show. Willkommen zur Jubiläumsfolge. Es ist geschafft. Wir haben 300 Folgen hinter uns gebracht, beziehungsweise wir sind gerade dabei, die 300. Folge zu absolvieren. Und glaube ich das jetzt wirklich daran oder meine ich das jetzt wirklich? Stehen da wirklich jetzt gerade 46 Zuschauer, beziehungsweise auf Twitch stehen 70? Ich habe den Stream gerade erst gestartet. Vielen lieben Dank für wirklich, wenn das wirklich so viele Leute sind, die gerade zusehen. Hallo und willkommen. Ja, 300 Folgen. Was haben wir schon alles erlebt? Meine Güte, was haben wir schon alles gespielt? Was haben wir alles gesehen an Geschichten? Es kann auch sein, dass nur, keine Ahnung, zwei Leute da sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht hier 46 und auf Twitch stehen 70. Ich weiß nicht, was stimmt. Ist ja auch egal. Mein Gott, was haben wir schon alles, was haben wir schon alles an... Ja, unser Techniker freut sich auch schon. Was haben wir nicht schon alles miterlebt und tralala und... Oh mein Gott. Zadox 45, vielen lieben Dank für den Follower und willkommen zur Let's Play Live Show. Und jetzt sind es nur noch 39, ich glaube doch, das stimmt. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich fange gerade erst an. Wir machen da weiter, wo wir gestern erstmal aufgehört haben, würde ich sagen. Ich fange mal eben an, ich muss erstmal reinkommen, ich bin noch gar nicht ganz bei der Sache. Ich bin total noch überrascht, dass hier, nicht, dass es jetzt gleich hier irgendwie heißt, ne, ja, das sind alles Bots, ne, guck mal hier, wenig Kommentare der hat. Ich habe gerade erst angefangen zu streamen, da oben stehen 6 Minuten, es ist so. Ja, willkommen, hallo, willkommen zurück. Ich fasse es nicht. Folge 300. Ich habe vergessen, ich wollte so eine Tröte kaufen. Und ich habe heute, mein Gott, ich habe heute Videos geschnitten, Videos abgeloadet und, warte mal, was wollen wir denn machen? Achso, wir wollten reisen, ne? Bevor ich jetzt anfange, hier groß zu erzählen, warte mal. Ich sortiere mal eben. Ich habe Videos geschnitten. Ich habe Amnesia, Machine of Pigs. Die ersten 6 Folgen habe ich hochgeladen. Das heißt, die kommen ab morgen 16 Uhr, kommen die auf YouTube. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Seht ihr das hier oben? Das hier, wo mein Finger gerade... Ich weiß, man kann es wahrscheinlich schlecht erkennen, ne? Aber das hier oben... ist die Collectors Edition von Resident Evil 7. Ja, ich habe das Spiel hier. Ich darf es aber leider noch nicht streamen. Ich weiß, andere machen es auf Twitch schon. Also bei Live von der Playstation ist es nicht zu finden. Bei Twitch, ja, einige, aber die werden alle gebannt. Und ich erreiche leider keinen bei Capcom. Und wie gesagt, das ist die... habe ich gerade sogar noch aufgenommen, das Unboxing-Video von der Collectors Edition. Und mein Gott, ist die cool. Alter Schwede, hat sich voll gelohnt, finde ich. Aber wie gesagt, das werdet ihr ja auch bald auf YouTube sehen, das Video davon. Also ich habe ein bisschen heute noch und alles noch kurz vorm Stream. Das ist so. Ja, ich kam mal wieder zu nichts. Achso, im Übrigen, das kann ich euch zeigen. Sind übrigens auch bei mir angekommen. Ich kann es mal eben kurz zeigen. Das sind die, davon habe ich übrigens 2. Das sind übrigens die ominösen. Ich zeige es mal eben kurz. Das sind diese Wunderkerzen, ja. Die angeblich nach, der Duft von Entsetzen, Angst und Adrenalin. Steht zumindest hier... Oh, Alter. Boah. Boah, Freunde. Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was das angeht mit der Kerze. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstellen werde, weil ich glaube, hier im Spielebereich werde ich die nicht hinstellen. Weil wenn ich die umhaue, um mich rum brennt alles und ich spiele das Spiel und denke so, warum ist hier so warm? Ja, wenn ich das in VR spiele. Ich werde übrigens in VR das nicht aufnehmen, weil ich das technisch nicht möglich ist bei mir. Ich werde das Spiel aber nochmal durchspielen, normal. Und dann werde ich dazu ein Let's Play nochmal machen. Achso, haben wir denn noch Antrieb? Wir haben noch Antrieb, sehr schön, warte mal. Wir müssen ja weiter wegfliegen. Wir müssen ja einen radioaktiven Planeten finden. Jawohl! Schnucki, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Jawohl, 300. Mal Flexi. Petz ich, was? Erstmal 10 kurze, ja, geil. Achso, Schnoggi, auch an dich, ne, guck mal, was ich hier oben stehen habe. Habe ich gerade Unboxing-Video von gemacht. Darf ich aber leider im Stream noch nicht spielen. So.
Jetzt mache ich auch mal angeberisch, so wie andere. Guck mal, was ich habe. Guck mal. Aber ich darf noch nichts spielen. Ich habe versucht, gerade noch Capcom. Ich schwöre, ich habe gerade noch... Weiß gar nicht, kann man es hier... Ah, nee, kann man eh nicht erkennen. Ist eh nur eine 0800er Nummer. Nee, Quatsch, sogar eine andere Nummer. In Hamburg habe ich versucht, Capcom gerade zu erreichen. Aber leider ist da keiner am Telefon gegangen. Die haben wahrscheinlich Wochenende. Weil ich wollte nachfragen, ob man streamen darf. Deswegen, ich wollte mich da absichern, weil bevor ich nachher einen Channel-Bann bekomme... Ja... unentdeckt. Drei Planeten. Was haben wir hier? Kann ich hier hin? Sechs Planeten? Ja, komm, gehen wir mal da hin. So. Genau, habe ich gerade noch vorm Stream ein Unboxing-Video aufgenommen, aber... wie gesagt... Das Geile ist, jetzt pass auf, das Geile bei der Collectors Edition ist ja kein Spiel dabei. Die Collectors Edition ist ja separat bei GameStop. Das heißt, du kriegst nur die Collectors Edition für ca. 100 Euro. Ohne Spiel. Du musst das Spiel dazu kaufen. Das Spiel hat mich jetzt 20 Euro gekostet oder so. Weil die haben gesagt, komm, wir machen da so ein bisschen günstiger. Und, oder 30 Euro oder irgendwie sowas. Und in der Packung, in der Collectors-Packung, ist am Rand, wo das, wo die ganze Pappe ist, ist am Rand so ein Schlitz. Ein Schlitz gesagt, einfach so. So ein Schlitz, wo das Spiel hätte reingemusst. Das heißt, die haben sich dann im Nachhinein noch überlegt, nein, wir packen das Spiel für den Preis nicht mit da rein. Das heißt, diese vorgefertigte Schlitz, ist, der ist da drin. Da, wo das Spiel hätte drin sein müssen. Aber gut, da kann man sich jetzt natürlich streiten. Wie lange wird denn heute dann gestreamt? Ja, kannst du ausrechnen. 12 Stunden ab 16 Uhr? Musst du ausrechnen. Bis wann? So. Alter, 38 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Willkommen. Warte mal, das brauchen wir doch, ne, oder? Ne, Kandensium brauchen wir immer noch. Kandensium. Huch, warte mal. Meine E-Zigarette fällt hier gerade weg. Ja, ich bin jetzt auch zu den Dampfern geraten. Wie viele Planeten? 6 haben wir hier, ne? Wo ist hier noch... Ah, hier. Ich scanne mal vorher ab. Nee. Sonst noch irgendwo da ist, glaube ich, dahinter ist, glaube ich, noch ein Planet. Ich fliege mal eben dahin. Ah, da oben ist noch jemand. Da oben. Den haben wir auch noch nicht abgescannt. Gucken wir mal. So. Hallo? Und ich habe mir die Aufnahme übrigens von gestern, ich habe gestern aufgenommen, ne? Alter Schwede. Da habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Also, das hat echt gestern Spaß gemacht. Auch so ein bisschen so No Man's Sky mit den ganzen... Videotheken gedönst und so, das war schon echt cool. Wo wir so drüber philosophiert haben. Temmium brauche ich alles gar nicht. Habe ich jetzt alle Planeten abgescannt? Toll, hier ist nichts. Was hier? Scanner wird aufgeladen. 12 Stunden. Da drehe ich am Rad, das wird geil. Oh ja, da wird einiges passieren, glaube ich. Kaffee ist schon... Okay. Kaffee ist schon vorgefertigt quasi, brauche ich nur noch starten für später mal. Später werde ich mir ein bisschen Käffchen reinziehen. So, wo finde ich denn jetzt hier radioaktiven Planeten? Ich muss mal gucken. Da ist zwei Planeten, ein Mond. Zwei Planeten. Na, was haben wir hier? Zwei Planeten. Ich suche was, wo wieder ein bisschen mehr sind. Weil dann brauche ich nicht hier vielleicht. Vier Planeten. Komm, fliegen wir da mal hin. So. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass hier 38 Zuschauer sind. Ich habe gerade erst angefangen. Was ist denn da los? Hallo. Freunde. Und Prost, trink mal einen Schluck Wanda. Ah. Trinke Fanta, lebe bunter. So. Was? Und ich hau mir nachher noch eine Hausmacher-Wurstplatte rein? Oh Gott. Ja, dann mal guten Hunger. Aber nicht, dass die Wurst nachher noch Pfötchen gibt, ne? Weil wer weiß, wo der beim Wurstmachen war mit seinen Händen. Nein, das ist so. So. Nein. Habe ich einen Sendeturm entdeckt? Wow. Ich freue mich sehr. Ich brauche einen radioaktiven Planeten. Das wäre ein Traum. Wenn ich den jetzt noch finden könnte... Ich habe eine Fabrik entdeckt. Wie viel waren das? Vier Planeten, ne? Drei haben wir. Kr
Kryozagen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Kandensium. Oh. Wenn du mal was... Warte mal, da ist noch jemand. Wenn du mal was brauchst, was du suchst, ne, dann... Fürchterlich. Okay, den will er nicht. Ich fliege mal ein Stück näher dran. Das ist doch wie beim Einkaufen. Wenn du irgendwas suchst, toll. Wenn du irgendwas suchst, was du brauchst, findest du es nicht. Aber wenn du es nicht brauchst, dann kriegst du, dann findest du es auch en masse. Was ist da? Gold, Kupfer, Iridium? Wir brauchen sowieso gleich ein paar Antriebszellen, um hier wegzukommen. Was hat der hier? Gold, Kupfer, Iridium. Emeril, Nickel, Iridium. Toll. Wir werden wahrscheinlich hier stranden, so wie das aussieht. Haben wir denn noch genug zum Weiterreisen? Nein, es ist leer, die Energie. Das heißt, wir müssen... Eieiei, wir brauchen Antriebsklamotten. Ich schau mal eben, was wir dafür brauchen. Kohlenstoff finden wir. Suspensionsflüssigkeit werden wir da bauen. Plutonium. Zink. Wir brauchen Zink, Plutonium. Ja, Iridium haben wir ja genug, glaube ich, ne? Ja, nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen da, wo auch Iridium ist, da. Dann würde ich sagen, reisen wir mal dahin. Wir bauen uns jetzt mal ein paar mehr Zellen, damit wir mal ein bisschen mehr reisen können und so, ne? Damit wir da auch ein bisschen flotter unterwegs sind. So. Ach ja. 300 Folgen LPLS. Meine Güte. Boah, wenn ich überlege, die Anfangszeit. Was hat einen geprägt und so? Da waren schon einige Aktionen, wenn man so zurückdenkt. Wenn ich so dran denke, damals an Daylight, wie das rauskam. Boah, wann habe ich mich in die Hose geschissen? Oder wo Alex immer noch hier mit dabei war im Stream am Anfang, die Anfangszeit, wo wir Strider oder so gespielt haben. So dieses kostenlose Spiel. Oder Outlast. Boah, Wahnsinn. Vor fast 3 Jahren fing alles an. Am 7.2.2014. Aber ich habe mal so ein bisschen, in die Tage, jetzt auch so über Weihnachten nochmal so, wie ich frei hatte, habe ich so ein bisschen nochmal so ein paar alte Folgen geguckt. Und man hat sich doch schon so ein bisschen verändert. Also man verändert sich so ein bisschen, muss man sagen. Also das, vielleicht die einen denken vielleicht so im Positiven, die anderen vielleicht so im Negativen. Also man verändert sich schon. Also das habe ich selber gemerkt. Ich wurde ein bisschen... Ich weiß nicht, wenn ich das so sage, ob das dann so zu... Oh Gott, hier ist total heiß. Kann ich hier auch bleiben? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das angeberisch klingt, wenn ich sage, ja, ich habe mich so zum Professionelleren hingewandelt. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Aber so professionell finde ich das gar nicht. Ich finde, das ist immer noch so eine lockere, entspannte Streamrunde. Ist jetzt nichts, irgendwie keine Pflicht oder so. Das habe ich ja immer gesagt, ne? Und, ja... Da werde ich nie im Leben hinkommen. Jep, du hast dich verändert. Daylight ist was. Und bleibt klasse. Ja, das stimmt. Ja, man hat sich echt verändert. Das stimmt. Also das war... Boah, Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob zum Positiven oder zum Negativen. Ihr könnt mir das ruhig mal sagen. Ja, also wenn ihr sagt, boah, nee, das ist voll scheiße, wie du das jetzt machst. Früher war besser. Früher war alles besser. Früher war auch alles besser. Streite ich ja nicht ab. Ja, ja, früher. Früher. Früher hat sie mehr länger gespielt. Aber der hat egal. Da war ich auch jünger. Ist egal. Huch, was war das denn? Lol. Ja, das nehme ich mal super geparkt. So, warte mal. Iridium nehmen wir mit. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir ja gut gebrauchen für unseren Antrieb. Wir müssen mal gucken, ob wir gleich Plutonium oder sowas hier finden. Wir werden gleich angegriffen. So. Du bist ungeduldiger geworden, wenn du stirbst. Ja, das stimmt. Das ist mir aber selber schon aufgefallen. Generell so dieses ungeduldiger bei Spielen, wenn irgendwas nicht weitergeht oder irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, das liegt aber auch am Alter, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass es auch so ein bisschen am Alter liegt? Je älter man wird, desto ungeduldiger wird man.
Das zum Beispiel bei Last Guardian ist mir das unheimlich aufgefallen. Sogar selber ist mir das aufgefallen. Wie ungeduldig ich da war, Alter, das hat mich so aufgeregt. Wie ungeduldig ich da war. Aber das stimmt. Da ist Zink. Da gehen wir eben hin. So. Zink nehmen wir mit. Kann man ja gut gebrauchen. Wenn ich so an Alien zurückdenke. Stimmt. Alien war mehr entspannter. Das stimmt schon. Aber ich weiß nicht. Es liegt aber auch momentan. Ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt momentan aber auch daran, dass ich. Ja, was heißt so viele Spiele habe? Ich habe viele Spiele. Das Problem ist nur, die Zeit einfach zu finden, das wirklich alles zu schaffen. Ich will alles unter einen Hut bringen. Ich will euch alles zeigen, aber das Problem ist, ich übernehme mich damit, glaube ich, ein bisschen. Aber das ist aber auch die Schuld der Entwickler, der Publisher. Weil es kommt ja fast, du kannst ja sagen, schon alle zwei Wochen kommt ein neues Spiel. Es ist so fürchterlich. Es ist einfach, das ist die Schuld der Publisher. Ich schiebe das jetzt auf die Publisher, ist so. Weil es war früher nicht so. Früher hast du ein Spiel gekauft und dann hast du fast einen ganzen Monat oder zwei sogar, bis was Neues kam. Und heute, ey, da knallen sie dich mit Spielen zu und dann sind das ja nicht Spiele, die du, keine Ahnung, ich sag mal so wie so ein Outlast oder so drei, vier Stunden spielst und dann ist vorbei. Nein, das sind Spiele, die musst du über Wochen, Monate spielen. Und da gebe ich so ein bisschen den Schuld auch dem Publisher, muss ich sagen. Weil überleg mal so ein Watch Dogs, wie lange das dauert, bis du es durchspielst. Oder mir fällt gerade kein anderes ein. Oder keine Ahnung, so ein Just Cause oder so die ganzen Open-World-Spiele. Wie viel Zeit die brauchen oder Dishonored. Boah, Wahnsinn. Ne? Wenn ich bedenke, dass wir gleich alt sind, kann ich nur sagen, so alt sind wir doch noch gar nicht. Nein. Aber gestern hast du im Chat geschrieben, habe ich mir heute nochmal angeguckt, das Video von gestern. Da hast du geschrieben, mein Gott, sind wir alt. Muss ich so schmunzeln. Nein, so alt sind wir nicht, aber es fühlt sich schon so an. So ab 30, weiß ja, geht das bergab. Na? So. Wir brauchen noch andere Sachen, ne? Wir brauchen noch Plutonium und so, was haben wir hier? Komm, wir fliegen mal... Ja, oder eher dahin... Goldkupfer. Komm, flieh mal hin. Ich konnte mir vorhin selber echt so lange zugucken. Es war gestern war echt gemütlich. So richtig so, oh ja. Er erzählt doch seine Jugend. Früher war alles besser. Ja. So ungefähr. Nee, aber ich finde No Man's Sky ist doch so das perfekte Quatschspiel. Das ist, ja. Oh mein Gott, ich würde so gerne. Vielleicht zeige ich es nachher mal kurz im Stream mal. Also nicht das Spiel, sondern so ein bisschen so das, die Hülle. Hallo, hab ich hier. Schnarch. Ihr habt aber auch in der Vergangenheit geschwelgt. Ja, das stimmt. Hallo Smirks. Willkommen zu Let's Play Live schon zur Folge 300. 300 für Sparta. Wo sind sie denn? Da sind sie. Einen haben wir schon mal. Yeah! Wo ist er denn? Ich fliege mal eben hin, mal gucken, ob wir was kriegen von dem. Yay! Yeah! Mein Gag-Ansehen hat sich verbessert. Tropenion? Was ist das denn? Und einen neuen Reisemeilenstein. Wahnsinn. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass es so viele Zuschauer sind. Das ist so... Hat sie vielleicht rumgesprochen, dass es heute Jubiläumstream ist? Ich weiß es nicht. So. Genau, zum Jubiläum kommen sie alle und danach... Ah, nö. Der ist zu LW geworden. Zu LW. So. Heute gibt's ja nur so oder so. So gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Also entweder bist du over the top oder bist voll der Loser. Das ist genauso wie bei... Ja, nicht wie bei Bewertung von Spielen, aber so dieses... Also ich kenne auch aus meiner Zeit war es so gewesen. Bei mir ist bei mir immer noch so. Aber früher war das bei den Spielen so, gab's ein Spiel, das war okay.
Ne? War zwar halt auch scheiße mal zwischendurch, aber es war okay. Ne? Heute gibt's nur das perfekte Spiel oder das Scheißspiel. Aber wo ist denn so dieses, ja, ey, ist zwar bugsmäßig, gibt es ohne Ende, ne, oder so, aber man kann es trotzdem spielen. Ist trotzdem okay. Wo ist denn diese Generation? Oder beziehungsweise, wo ist denn das? Ist es einfach nur diese Verwöhntheit der Spieler, die jetzt mit der Generation jetzt aufwachsen? Ich weiß es nicht. Grauzone, was ist das? Ich habe keine Ahnung. was wollten wir? Achso, wir wollten Plutonium und so sammeln, ne? Was wir noch brauchen. Ich schau mal, ob wir vielleicht hier so in der Nähe von den Höhlen... Ich lande mal hier. Hui! Ja, genau. Lande doch einfach mal in der Höhle. Genau so wollte ich das. Ja, super. Toll. Und die Wächter sind... Ja, toll. Die Wächter sind hier aggressiv. Macht natürlich dann auch Spaß, hier was abzuernten. Und... Er musste genau in diesem Höhlen noch parken. Er konnte nicht darüber. Das gibt's doch gar nicht. Das... Ja, sicher. Wow! Alter. Uha. Huch. Das Problem ist, für unsere Startschubdüsen brauchen wir auch Plutonium. Ich lade mal ein bisschen auf. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen was. Tamium können wir auch gut gebrauchen. Die Jungen von heute. Alle verwöhnt. Alle verwöhnt. Fürchterlich. Alle. Nee, mag ich nicht. Alle verwöhnt. Hui. Pflücke meine Pflanzen. Ob unsere Pflanzen im Biotom schon gewachsen sind? Ach ja, stimmt. Das haben wir ja gestern schon gesehen, ne? Die waren ja gestern schon reif, nur wir konnten sie nicht ernten, weil wir den Handschuh brauchen. Wofür wir ja jetzt momentan das Zeug sammeln. Oder beziehungsweise was wir brauchen dafür. Oh nein, ich habe einen Wächter gehört. Ich hau hier ab. 300, was machen wir erst bei 1000? Da trage ich wahrscheinlich einen Bart. Nehmt mich nicht bei Wort. So. Ich probier mal. Können wir denn jetzt schon mal irgendwas herstellen, was wir brauchen? Nein, können wir nicht, weil was fehlt uns? Kohlenstoff. Und wir haben nicht genug Treibstoff. Ah, das ist doch zum Mäusemelken. Komm, weißt du was? In dem anderen Planeten. Das mit den Wächtern ist mir zu dämlich hier. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo so einen Planeten finden, wo wir fast alles haben. 48 Stunden, genau. Dann kommt ihr aber vorbei, ne? Und dann, ne? Macht ihr aber mit mir Pause hier. So. Da haben wir ein Schnittchen gemacht. So. War ich da schon? Hast du bereits entdeckt? Ja, sehr schön. Wo ist der andere Planet? Hallo? Hallo, Freunde! Da. Komm, fliegen wir mal rein. Achso, ich muss auftanken. Ja, und mit was? Natürlich mit Eisen. So, eine Minute. Ne, 10 Jahre Stream. Ja, genau. Genau. Warum nicht einfach den Stream durchlaufen lassen? Ja, Real Life Flexi. Big Brother is watching you. Oder Twitch is watching you. Nicht mehr lange, dann Resident Evil. Smurks. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich weiß, Angeber. Hör auf damit. Sag doch schon einer. Ich hab's schon hier, aber ich darf nicht. Krieg ich noch ein bisschen Eisen hier, ja? Ich muss ein bisschen Eisen sammeln, damit ich hier wegkomme. So. Ich brauche Eisen, nicht Tamium. Wir machen 3 Kreuze, wenn die 12 Stunden... Was? Wenn wir die 12 Stunden schaffen, Sascha? Ja, es... Ich bin gespannt, wer alles mit durchhält. Ich lasse mich da echt überraschen. Ich bin da sehr gespannt. Mal gucken, wer am Ende noch alles da ist. Es, wahrscheinlich steht hier dann nur noch einer und das bin ich wahrscheinlich selber, der den Stream überwacht. Und ich bin auch mal gespannt, wer so neu dazu kommt. Weil da kommen ja wahrscheinlich auch wieder neue Leute dazu, die zusehen. Aber hier, ne? Oh Gott. Ich hab jetzt schon Angst. Oh Gott. Boah, das riecht so fürchterlich.
Oh Gott. Die 4D-Kerze. Da geht ja meiner ab, du. Die musst du mal in der Kirche anzünden, die 4D-Kerze. Gehst du zum Pastor und dann sagst du erstmal, guck mal hier. So riecht das, wenn aus dir ein Mann geworden ist. Ich glaube, da darfst du sofort gehen. So, ich würde gerne landen. Warum ist das so hoch? Ach, aua. Aufgelockert, passiv, was? Unzureichend karg. Was macht Kerze an, wenn Gizmo pups? Ja, genau. Hast du gehört, Gizmo? Der ist gar nicht da, der ist irgendwo am Pennen, wahrscheinlich im Schlafzimmer. Da ist schon wieder Tamium. Ich brauche Plutonium und Kohlenstoff und Zink. Aber hier sieht aus, als ob hier nicht eine Pflanze wächst. Das ist natürlich super. Hier sieht nicht aus, als wenn hier ein Baum wäre. Na klasse, bin ich irgendwo in so einer Galaxie gereist. Die nicht ein... Ja, das ist Eisen, das habe ich mir schon gedacht. Eisen brauchen wir sowieso ein bisschen. Können wir mal mitnehmen, warte. Oh, sowieso ist einfacher. Haha. Tja, was ist das denn? Was ist das denn hier? Huch. Hier ist nicht ein Baum. Wir brauchen Kohlenstoff. Kohlenstoff, wollen die Kohlenstoff. Das ist doch nicht wahr. Gibt es denn in dieser Kackgalaxie nicht einen... Nicht einen Baum oder so? Gegenduft. Hallo. Miau. Miau. Die Kerze mache ich in seinem Kackhaus, mache ich die an. So, da geht er nie wieder drauf. So. Der kann es auch immer so ganz besonders gut, wenn du so auf dem Klo bist. Und, oder beziehungsweise bis gerade in der Badewanne am Liegen. Ja, dann muss er auch unbedingt gerade jetzt auf die Toilette. Genau in dem Moment. Ne, er kann nicht warten, bis du fertig bist mit Baden oder Duschen. Nein. Er muss genau jetzt. Also dann, wenn du dann in der Wanne liegst. Und dich nicht wehren kannst quasi. Dann mal eben so ein 20 cm Johnny raushauen. Ne? Diesmal wird sie bedanken. Ja, ich glaube auch. Ein 20 cm Obama, der dann so rausguckt und sagt, hallo. Ja, eine Minute. Ich hoffe, wir finden da ein paar Bäumchen, die wir abgraben können. Knallhart, der Kater. Yeah. Der sitzt dann aber immer so cool so. Freunde. Freunde, Freunde. Eieiei, das kann ja heute heiter werden. Das ist ja... Ich bin sehr gespannt. Das wird ja heute sehr lustig, glaube ich. Und ich muss mich zwischendurch, also nicht wundern, wenn ich mich zwischendurch mal so ein bisschen anders hinsetze. Das habe ich gestern schon gemacht. Oh, warte mal. So, ich musste mal eben das Fenster schließen. Sonst wird es zu kalt hier drin. Werde ich mal eben auf mein Beinchen setzen. So, Freunde. Freunde der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports. Knister, knister. Hast du Energy Drinks? Nein, aber Kaffee. Ich habe Kaffee, jede Menge Kaffee. Ich habe vergessen, Energy Drinks zu kaufen. Ich war übrigens zwar heute in der Stadt, aber ich habe vergessen, Energy Drinks zu kaufen. Habe ich total verschlammt und vergessen. Juhu. Aber Kaffee wird's auch tun. Da kann ich auch mit Ups, da komme ich auch gut mit klar. Ich hoffe, hier gibt es ein paar Bäume. Einkaufsliste hilft.